Ah, ich habe irgendwas, womit ich einfach eine Belohnung abholen kann. Und Victor sollte ich auch noch die Schulden zurückzahlen. Okay. Rufen wir Judy an. Judy. Hey, du rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie? Der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Okay. Wie weit ist es denn weg? 125 Meter, ja. Laufen wir kurz rüber. Weil wir haben immer noch kein Auto. Weil uns das zerstört wurde. Zum zweiten Mal. Hui! Gut, dann suchen wir ihn auf. Guck mal, da gibt's Sushi. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Wie echtes Fleisch. Ah. Was habt ihr zu essen? Sie selbst. Ha! Kann ich dir Waffen verkaufen? Oh. Cool. Das, Das ist nochmal zu das physische Schaden. Ja. Ist es dadurch dann besser? Dann immer so eine Frage, ne? Also, Schaden pro Sekunde ist immer eine Sache, aber. So, ich sollte aber meine Waffen mal wieder ausrüsten. Also, ich habe gehört, das hier hat sehr gute solche Werte. Dann kann ich. Habe ich mein Scharfschützengewehr und das hier war mein Sturmgewehr. So hat das mehr Reichweite. Ah, hier ist mein Schalldämpfer. So. Ah, wait. Kann ich parallel dazu noch? Nein. Kann ich nicht. Na gut, dann wird es eine Pistole hier und dann habe ich einen Katana hier drüben. Wobei, ich bin jetzt neugierig. Was passiert, wenn ich frage? Nein! Habt ihr auch echtes Fleisch da? Du meinst von Tieren? Mach dich nicht lächerlich. Eure Zukunft! Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Klaus? Ja, Süßer, nicht so schnell. Jetzt weiß man hier, was man kriegt. Wie? Kannst du reden? Es ist wichtig. Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Der Veganismus nimmt uns die Zukunft weg. Ja, das hier zuerst. Veganer übernehmen uns.
Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich hab dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn's sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Ja, warum nicht? Du sagst ihm, was du mir gesagt hast. Was wirklich im Compeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut. Und wann treffen wir uns? Klingt nach Among Us. Japantown. Wenn's dunkel ist, ich schick dir den genauen Standort. Guten Morgen, Mori. Danke für den Host. Du hast dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber sie funktioniert. Also wollte er echt kein Geld? Nada? Nicht mal in Raten? Warte, was? Das heißt, der Fuchs der Bauch hinter dem fünften Rambus vor einem Dorf und geht auf die Jagd. Still seinen Durst am Wasserlauf, während er auf dich wartet und du. Wie gesagt, er ja, der wollte noch etwas fragen, nur, kein Thema. Bis zum nächsten Mal. Amateur, ja, hier ist Takemura. Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung. Aber ich hielt es trotzdem mal für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Okay. Hättest du nicht vorsichtiger sein Warte, können? Warte, nein, ich will mich noch nicht mit ihm treffen. Ich bin jetzt extra in die Jig-Jig Street gekommen, damit ich hier... War ich doch. Aber ich muss auch trainieren. Irgendjemanden anschießen kann. Das lohnt sich nicht. Was zum Fuck höre ich hier für Geräusche? Hallo Freunde. Seid auch noch kleine Gangster, was? Hey, kein Schritt näher! Wen willst du hier sehen? Kann ich nicht antworten? Ich suche einen Ripper-Doc, nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Wer fragt? Und warum? Der härteste Typ der Stadt. Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Docs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Willst du mein Loch sehen? Nein, aber du. Escort. Für spezielle Geschmäcker. Ich suche einen Ripper-Doc, der meine besonderen Bedürfnisse erfüllen kann. Gut. Du wirst Fingers gefallen. Lass ihn durch. Da. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen. Was für ein Loch? Nicht das Licht durch die purpurdunkle Luft uns aufzieht. Regen, dann muss ich die ganze Zeit im Keller hocken. Im Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig. Warte, ich kann mit ihm reden. So würden wir für deinen Frieden bitten. Alles in Ordnung? Nie im Leben schwimme ich. Ich hasse Wasser. Die Antwort ist nein. Ist doch nicht, dass das allen egal ist? Hey, fass sie nicht an. Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Richtig und lass mich in Ruhe! Schon klar. Hey. Jeder hat mal genug. Judy, was machst du denn hier? Du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis dieser du dran Fingers. Bist. Kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel... Seine Hand rutscht wohl gern aus.
Ah. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mache mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Morgs, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Ich dachte, wir sind hier bei einem Ripper-Dog. Wieso? Das ist hier Werbung für... Umstall-Dildos. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Hi. Hi. Hilft denn das noch bei mir? Hilft Fingers den Typen und Mädchen, die hier in der Gegend arbeiten? Mir schon. Ohne ihn säße ich schon im Rollstuhl. Er hat dir Chrom installiert, wo sich die Real Skin abgepellt hat. Und mit was ersetzt, was nach Bodenfliesen aus einem Seniorenheim aussieht. Besser als verkrüppelt. Meine Freundin hier geht's echt. Meine Freundin hier. Sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise? Klar, Süßer. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch immer noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal deinen hübschen neuen Mund auf. Wurde der Ding gestoppt? Wie sieht's jetzt aus? Los, komm, gehen wir. Das stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Keine Sorge. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich glaube, wir können. Gehen irgendwann wir rein? Klingt nicht sonderlich vertrauenserwecken. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Wie wär's, wenn du uns Antworten gibst, bevor ich dir in die Eier trete? Wir suchen eine Evelyn Parker. Ich weiß, dass sie hier war in deiner Klinik. Ah, verstehe. Darum geht's also. Wo ist sie? Na, das ist mal eine schwierige Fangfrage. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mocks. Mocks? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Was für ein schleimiges Stück Scheiße. Kannst nicht reden, oder was? Hab ich dir schon gesagt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so. Ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger. Ja. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Bitte setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Forrest, sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman, arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich mochte Woodmans Tonfall nicht. Also habe ich dafür gesorgt, dass er für eine Weile nicht reden kann. Du bist mir übrigens nicht viel sympathischer, also pass auf, was du sagst. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet.
Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab sie ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Eine Idee, was den Schaden hervorgerufen hat? Also, die Tech war erstklassig. Sowas geht jedenfalls nicht von selbst kaputt. Sie wurde angegriffen? Ich denke, das war ein Netrunner. Mit ziemlich gefährlichem Code im Gepäck. Komm zum Punkt. Kann man mit den Fingernägeln überhaupt operieren? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Stimmt was nicht? Sprich nicht so mit ihr. Sie hat mich beleidigt. Hör zu. Je eher du redest, desto schneller bist du uns wieder los. Also, Evelyn Parker, wo ist sie? Sie ist auf dem besten Weg, der neue Nachwuchsstar für Underground Braindances zu werden. Das ist alles, was ich weiß. Oh, shit. Nerv mit einem Skript. Was, schneidest du nicht mit Fingernägeln Menschen in die Haut rein? Los jetzt! Was meinst du mit Underground? Keine Ahnung. Ich meine, ich guck mir so einen Kram nicht an. Snuff? XBDs? Ich sag doch, ich weiß es nicht. Wo finden wir sie? Wie oft muss ich es noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich hab getan, was jeder an meiner Stelle getan hätte. Ja, sag mir, an wen du sie vertickt hast. Als mir klar wurde, dass ich ihr nicht helfen kann, da habe ich meinen Fixer angerufen. Aha, wer ist dein Fixer? Zwei Typen haben sie noch am selben Tag abgeholt. Wer sind diese beiden Typen? Wen hast du angerufen? Wer ist dein Fixer? Wakako. Hab ihr gesagt, ich habe eine kaputte Puppe mit einem BD-Implantat für sie. Wo haben sie hingebracht? Ich hab doch gesagt, ich weiß es nicht. Sie waren nicht gerade gesprächig und ich bin kein Idiot. Solchen Leuten stellt man keine Fragen. Du bist kein Idiot? Was glaubst du, warum all die Mädchen hierher kommen und sich von dir begrapschen lassen? Weil du so nett und liebevoll bist? Sie machen's, weil sie keine andere Wahl haben. Und sie verachten dich. Sie riechen, wie erbärmlich du bist. Diese Typen, wie sahen die aus? Wie du, ich und jeder andere in dieser Stadt. Wirklich? Sie sahen aus wie du, ja? Sie sahen aus wie Typen, die man besser nicht anguckt. Aber einer von ihnen hat einen Bart. Das grinst es sehr stark ein. Ich find's trotzdem lustig. Wie du, ich. Also meine Klamotten, ja, sind ein Problem. Aber ich sehe nicht aus wie ein Perversling. Beenden wir diesen Zirkus. Die beiden Typen, die sie abgeholt haben, haben nicht gesagt, wo sie sie hinbringen und was sie mit ihr wollen. Haben was über Virtus mit einer Motte gefaselt. Meinten, dass sie perfekt dafür wäre, was immer das heißen mag. Aber das ist alles, was ich weiß. Du Arsch, hast sie verscherbelt, als wäre sie eine verdammte Gummipuppe. Naja, weil sie genau das war. Stärker, Schätzchen. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Okay, so stark habe ich das jetzt nicht erwartet, aber